Der alte und der neue Bundespräsident heißt Heinz Fischer. Mit knapp 79% der Stimmen ist er heute erwartungsgemäß wiedergewählt worden. Das wohl auffälligste bei dieser Wahl, die niedrige Wahlbeteiligung. Nur bei EU-Wahlen war sie noch niedriger. Heinz Fischer ist vor wenigen Minuten begleitet von seiner Frau Margit in der Wiener Hofburg angekommen. Anfang Juli wird Heinz Fischer dann sein Amt auch offiziell zum zweiten Mal antreten. Und wir erwarten jetzt in den nächsten Sekunden das vorläufige amtliche Endergebnis dieser Wahl. Verkünden wird das wie immer die Innenministerin. Wir schalten zu Fritz Dietelbacher in die Wahlzentrale in den Redoutensälen der Wiener Hofburg. Ja, und gerade jetzt ist die Innenministerin eingetroffen mit dem vorläufigen offiziellen Endergebnis. Meine sehr verehrten Damen und Herren, seit wenigen Minuten liegt mir ein vorläufiges Ergebnis der Bundespräsidentenwahl 2010 vor, das ich Ihnen nun mitteilen darf. Die Zahl der Wahlberechtigten betrug 6.355.568. Es wurden die Stimmen aus Wahlkarten, die zur Briefwahl verwendet worden sind, nicht mitgerechnet. Am heutigen Wahltag 3.124.953 Stimmen abgegeben. Somit haben 49,2% der Wahlberechtigten am heutigen Wahltag von ihrem Stimmrecht Gebrauch gemacht. Von den abgegebenen Stimmen waren 226.986 ungültig. Das sind 7,3%. 2.897.967 waren gültig, das sind 92,7%. Diese gültigen Stimmen haben sich wie folgt verteilt. Auf Dr. Heinz Fischer entfielen 2.287.640 Stimmen, das sind 78,9%. Auf Dr. Rudolf Gehring entfielen 157.712, das sind 5,4%. Und auf Frau Barbara Rosenkranz 452.615, das sind 15,6%. Die Stimmen aus Wahlkarten, die zur Briefwahl verwendet worden sind, werden am kommenden Freitag bis 14 Uhr nachmittags ausgezählt sein. Mit einem vorläufigen Endergebnis inklusive dieser Briefwahlstimmen ist dann in den frühen Abendstunden des kommenden Freitags zu rechnen. Ich gratuliere dem amtierenden Bundespräsidenten Dr. Heinz Fischer herzlich und wünsche ihm alles Gute für die kommende Amtsperiode. Das war also einmal das vorläufige offizielle Endergebnis und ich gebe zurück ins Studio. Danke, Fritz Dietelbacher. Leichte Änderungen sind also noch möglich bis zum offiziellen Endergebnis. Sehen wir uns jetzt grafisch dieses erste inoffizielle Ergebnis an, das die Innenministerin verkündet hat. Gerald Groß. So ist diese Bundespräsidentenwahl 2010 also ausgegangen. Heinz Fischer, der diesmal als unabhängiger Kandidat angetreten ist, kommt also auf 78,9% der Stimmen. Barbara Rosenkranz von der FPÖ auf 15,6% und Rudolf Gehring von der Christlichen Partei auf 5,4%.